Hallo? Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, mein Name aus dem Hause FDM Freizeit- und Rennmarketing. Ich hätte gern einmal bitte den Herrn Schickelgruber gesprochen gehabt, bitte. Der ist am Telefon. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, sehr schön. Ich grüße erstmal somit Herr Grüße Sie. Schickelgruber. Ja, hi. Und zwar geht es Hi. darum, Sie haben teilgenommen an der Online-Aktion und sind interessiert an Kurzurlaub mit bis zu 60% Ermäßigung. Sie haben sich am 20.03. da nochmal beteiligt und somit melden wir uns natürlich nochmal an der Stelle persönlich mit einem Reisehighlight, Herr Schickelgruber. Das klingt wunderbar. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als dieser verrückten Situation zu entkommen. So schaut's aus. Wir wissen natürlich jetzt gerade auch, Herr Schickelgruber, dass die Reiselage momentan ein bisschen schwierig ist, ja, als In der Reiseunternehmen Tat. erst recht. Nur ich würde sagen, lassen Sie uns halt einfach nochmal alle gemeinsam nach vorne blicken, denn in wenigen Wochen packt uns alle definitiv wieder das Reisefieber. Wir haben uns nochmal auf jeden Fall eine Möglichkeit bedacht, wie wir es auch nochmal gerecht werden können, zumal wir da leider feststellen müssen, dass tatsächlich sehr, sehr viele Leute viel Geld verloren haben, Reisen storniert würden und deshalb, das tut uns natürlich auch alle leid. Und deshalb bekommen Sie nochmal von uns eine besondere Möglichkeit, nachdem sich die Lage natürlich erstmal auch wieder beruhigt hat, eine Reise zu zweit ganz spontan, kurzfristig und flexibel ab 2 Nächten innerhalb Deutschlands selbst oder Europa flächendeckend können Sie ab 2 Nächten dann noch ein paar netten Tagen da erleben und haben dann nochmal ganze 3 Jahre lang die Zeit dazu, die Reise in Anspruch zu nehmen. Ich darf Ihnen auch dabei das Gesamtpaket heute aufgrund der jetzigen Situation anfertigen lassen für kleine, schmale 99 Euro komplett für alles. Und zahlen dabei nichts mehr außer die Verpflegungskosten vor Ort. Das wär's. Und ich würde mich natürlich auch, wie gesagt, an der Stelle sehr, sehr für Sie freuen. Herr Schickelgruber, was sagen Sie denn erstmal dazu? Das war jetzt sehr viel Information aufs Mal. Sie sollten das vielleicht ein bisschen aufteilen, damit die Kunden das besser aufgreifen können. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Es klingt auf jeden Fall immer viel. Allerdings ist es jetzt nicht viel. Ich erkläre Ihnen das nochmal einfacher, Herr Schickelgruber. Reisechecks, 3 Jahre lang Gültigkeit. Eine Woche Urlaub zu zweit, 99 Euro. Eine Woche für 99 Euro. Sehen Sie, das habe ich Sechs? tatsächlich gerade in Ihrem Redeschwall nicht verstanden gehabt. Ich hatte zwei Nächte verstanden. Ab 2 Nächten ist es, Herr Schickelgruber. Das ist die kleinste Reise, was Sie bei uns machen können. Ach, Insgesamt sehen Sie erhalten Sie mal. von uns, ne? Insgesamt erhalten Sie 6 Hotelübernachtungen, 7 Tagen für 99 Euro zu zweit. Allerdings können Sie die Woche aufteilen, aufsplitten, indem Sie dann jeweils zweimal 3 Hotelübernachtungen daraus machen. Ne? Also das ist letztendlich Ihnen überlassen, ist Ihre Ja, Entscheidung, wie da Sie dann auch kommen einlösen. wir doch auf einen Punkt. Eine Woche für 99 Euro, das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Und dennoch ist es so, Sie haben sich da beteiligt, Sie haben da nochmal, wie gesagt, angekreuzt, dass Sie Interesse haben, Kurzurlaub mit bis zu 60% Ermäßigung und das bieten wir Ihnen jetzt an der Stelle an. Und nochmal eine wichtige Rolle spielt dabei aufgrund der jetzigen Situation, weil wie gesagt viele Leute Reisen da stornieren müssen und viel Geld verloren haben. Soll eben als kleines Dankeschön sein für Ihre Bemühungen, die Sie ja da gemacht haben. Und somit erhalten Sie von uns dann, wie gesagt, dieses besondere Reisemöglichkeit. Ich verstehe, weil andere Leute Geld bei den Reisen verloren haben, kriege ich die Reise jetzt günstiger. Das klingt sehr logisch. Nein, nein, Sie verstehen mich wieder falsch. Herr Schickelgruber, wir sind ein Reiseunternehmen. Wir wissen, dass die Reiselage jetzt gerade sehr schwierig ist. Viele, viele Leute haben jetzt gerade viele Reisen stornieren müssen und haben da Geld verloren. Sie haben sich beteiligt an einer Online-Aktion von uns und haben da auch angekreuzt, dass Sie Interesse haben an Kurzurlaub. Das Ne? sagten Sie jetzt Deshalb. bereits mehrfach. So schaut's aus. Ich hoffe, dass Sie das jetzt verstanden haben. Und deshalb, weil Sie da selber freiwillig mit beteiligt haben, angekreuzt haben, das Interesse haben, daraufhin werden Sie jetzt von uns informiert. Wenn Sie Interesse haben, mache ich Ihnen das auf jeden Fall sehr, sehr gerne fertig. Sie erhalten von uns die ganzen Unterlagen innerhalb der nächsten 3 bis 5 Werktagen. Nun müssen Sie es mir natürlich sagen, ne? Also eine Woche lang Urlaub. Insgesamt stehen Ihnen da 6 Hotelübernachtungen zur Verfügung, 2000 Partnerhotels zur Auswahl. Die gehören alle zu uns, europaweit, haben 3 Jahre die Zeit dazu, zahlen nur einmalig 99 Euro und damit können Sie übrigens insgesamt bis zu 4 Personen verreisen. Also 2 Erwachsenen und 2 Kinder unter 18. Das ist ja in der Tat eine großartige Neuigkeit. Sagen Sie, in welche Länder kann ich denn in Anspruch nehmen? Europaweit. Wir haben über 2000 Partnerhotels europaweit, Herr Schickelgruber. Europaweit. Sie erhalten von uns auf jeden Fall den aktuellsten Hotelkatalog.
den schreiben sie bitte auf, sie suchen sich was raus und dann werden sie von uns dementsprechend in ihrem Wunschhotel mit eingebucht. Nun ist es ja so, dass jeder Mensch eine ganz andere Auffassung hat von dem, was Europa beinhaltet. Zählen die Ostgebiete denn bei Ihnen zu Europa mit dazu? Die Ostgebiete sind mit dabei, das stimmt, ja. Ich plane nämlich schon länger einen dringenden Aufenthalt in Richtung Moskau, müsste ich mich absetzen für ein paar Tage. Moskau, warten Sie mal, ich gucke einmal einfach mal sicherheitshalber nach, ob Moskau da mit dabei ist. Warten Sie. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass ohne meine Führung vor Ort das alles vollkommen zum Erliegen kommt. Ja, weil es ja so viele Partner hat. Der sieht das natürlich jetzt auch nicht alles auswendig, aber Gott sei Dank kann man jederzeit nachgucken. Richtig, man muss ja nur wissen, wo man sich die entsprechenden Informationen herholt. Das sage ich auch meinem Adjutanten immer wieder, aber das ist einfach, es ist schwer, gutes Personal zu finden heutzutage. Ja, so schaut's aus. Können Sie das, kennen Sie das? Warten Sie einen kleinen Moment. Moskau. So. Nee, da muss ich leider enttäuschen, ist nicht mit dabei jetzt gerade im Portal. Allerdings kann ich Ihnen auf jeden Fall dazu sagen, Herr Schickelgruber, dass wir jeden Monat 9 Partnerhotels dazu bekommen. Wir sind jetzt nämlich mittlerweile seit 25 Jahren mit dabei und sind Führer in dem Bereich. Also feiern jetzt gerade auch übrigens 25-jähriges Firmenjubiläum. Es kommen immer jeden Monat 9 Partnerhotels dazu. Zumal Sie ja 3 Jahre lang die Möglichkeit haben, die Reise in Anspruch zu nehmen. Könnte es natürlich sein, ne? Habe ich das gerade richtig verstanden, dass Ihre Firma sich als Führer bezeichnet? So, schaut aus, ja. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Wer hat Ihnen diesen Titel verliehen? Wir sind Herr Schickelgruber von der Firma FDM Freizeit und Marketing Daydreams Hotel Server. Wir sind Experten für regionalen Kurzurlaub, sind jetzt 25 Jahren mit dabei, sind Experten in regionalen Kurzurlaub und sind seit 8 Jahren das Tochterunternehmen der Burda. Aber wer hat Ihnen erlaubt, sich als Führer zu bezeichnen? Das ist mein Titel. Ihren Titel, wie kommen Sie denn darauf? Was machen Sie denn, Herr Schickelgruber? Ich bin der Führer der deutschen Nation, kennen Sie mich nicht? Nein. Das ist skandalös. Dann sind Sie sicherlich auch aus den Ostgebieten. Nein, bin ich nicht. Sie sind der Herr Alois Schickelgruber, sag mir jetzt überhaupt nicht, tut mir leid. Dann würde ich Ihnen doch raten, sobald dieses Telefonat zu einem Ende gekommen ist, dass Sie sich einfach mal erkundigen. Ich finde es ungeheuerlich, dass Sie sich als Führer bezeichnen. Aus Interesse würde ich das tatsächlich sogar noch machen, jetzt gleich nachher, Herr Schickelgruber. Ich bitte darum. Ich erspare Ihnen die Details, das würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Okay, ja, das mache ich dann auf jeden Fall. Also ich bin eben der Meinung, dass den Titel Führer nur eine Person in Anspruch nehmen kann, die das ganze deutsche Volk und das ganze Reich hinter sich versammelt hat. Das ist was anderes. Ich habe gesagt, wir sind Marktführer in dem Bereich, was Reisen angeht, Herr Schickelgruber. Haben Sie denn da eine staatliche Lizenz und eine Fahne bekommen? Das sind jetzt Fragen, die ich Ihnen jetzt da leider nicht beantworten kann. Da können Sie sich jederzeit gerne nochmal durchmelden im Kundenservice-Bereich. Die können Ihnen auf jeden Fall da mehr dazu erklären. Haben Sie denn auch Personen, die sich als Reiseführer bezeichnen? Als Reiseführer? Ja, der... Weil da haben wir dann ja das nächste markenrechtliche Problem. Wie gesagt, Herr Schickelgruber, ich bin persönlich nur zuständig den Produkten für die Neukunden, aber wenn Sie solche Fragen haben, kann ich Sie da leider nicht weiterhelfen. Ich kann Ihnen gerne noch eine Telefonnummer geben, da können Sie auf jeden Fall jederzeit anrufen und die ganzen Fragen da nochmal stellen, aber ich kann da leider jetzt nicht mehr behilflich sein. Wie gesagt, ich bin nur zuständig für die Neuprodukten. Das ist auch in Ordnung. Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, wie gestaltet sich das denn mit der Anreise, wenn ich jetzt innerhalb Deutschlands oder nach Spanien oder in die italienische Front mich bewege? Das sind ja enorme Reisekosten. So schaut's aus, ja. Diese Kosten übernehmen Sie bitte selber. Sie halten von uns die komplette Woche lang kostenloses Übernachten und zahlen nichts fürs Übernachten. Darum geht's ja. Das sind die Kosten, die Ihnen da erspart bleiben und somit ist auf jeden Fall schon mal das ist auch von der Liste gestrichen. Ich verstehe. Zumal wir Experten für regionalen Kurzurlaub sind, fahren die meisten Leute tatsächlich einfach privat mit dem PKW dahin. Mit dem PKW? Ist das denn noch gestattet im Moment? Naja, wie gesagt, Herr Schickelgruber, jetzt momentan ist die Reiselage tatsächlich schwierig. Nachdem sich alles da wieder beruhigt hat, warum nicht? Ist doch ganz normal.
Ja, das hoffen wir natürlich, dass das alles schnellstens vonstatten geht. Und wenn ich Sie So richtig schaut's aus. verstanden habe, ich habe ja ein Gedächtnis wie der Reichskanzler, sagten Sie zu Beginn des Gespräches, dass es sich darum geht, dass ich dann vor Ort quasi nur noch für meine Verpflegung aufkommen müsste. So schaut's aus. Bin Entweder sind ich. das nur Frühstückskosten oder sowohl Frühstück mit Abendessen, je nachdem, wofür Sie sich entscheiden, denn anbieten tun wir ja beides. Deshalb bekommen Sie ja den aktuellsten Hotelkatalog, damit Sie sich das alles in Ruhe und bequem von zu Hause aus anschauen und demnach auch entscheiden. Gut, das würde quasi bedeuten, ich wäre vertraglich verpflichtet, in der mich beherbergenden Lokalität dann das Frühstück einzunehmen. Und da kann ich auch So zum schaut's Bäcker. aus. Sehen Sie. Und was kostet Nee, das da das so ist im nicht. Schnitt? Das ist wirklich, wirklich stark davon abhängig, für welches Hotel Sie sich entscheiden. Sie können sich das natürlich auch vorstellen, dass Sie in einem Fünf-Sterne-Hotel, sage ich mal, etwas mehr fürs Essen zahlen als in einem Drei-Sterne-Hotel, jetzt mal als Beispiel. Ne? Was ist das natürlich? Selbstverständlich. Ne? Wir können Genau, das so ja mal, ich Frühstück. muss ja die Wertigkeit Ihres Angebotes festmachen. Lassen Sie uns doch einfach mal in Ihrem Portal nach einem Hotel in Berlin in der Nähe der Reichskanzlei schauen. Da können wir das Ja. einmal an einem Beispiel festmachen. Ich gucke mal sofort. Berlin. Möglichst zentral, bitte. Ja, Und am besten westlich gelegen der Oder, weil die Russen sollen bereits eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. das können Sie sich dann nochmal genauer selbst anschauen in den Katalog. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier eingetragen, in Berlin haben wir für Sie jetzt 16 Hotels gemäß Kartenausschnitt. Sind 5-Sterne-Hotels mit dabei, Luxushotels mit dabei, die haben jeweils solche Pluszeichen. Da bekommen Sie auf jeden Fall Frühstücksbuffet oder Abendessen, Drei-Gängen-Menü oder Buffet, können Sie dann, wie gesagt, demnach sich auch entscheiden. Es gibt Hotels, im Durchschnitt zahlen Sie halt Preise, keine Ahnung, jetzt, ich sehe ein tolles Hotel, wo das ist so ein Garni-Hotel, es ist ein Luxushotel, da zahlen Sie nur fürs Frühstücksbuffet und sind dann auch täglich pro Person 28 Euro zahlen Sie da, oder es gibt Hotels, wo Sie täglich 39 Euro zahlen oder 45 Euro, oder die etwas teuren Hotels gibt es auch, da liegen Sie bei 55 Euro. Und wie gesagt, das liegt halt einfach daran, hat nur und alleine damit zu tun, für welches Hotel Sie sich entscheiden, und demnach schauen Sie dann natürlich, ne, wie hoch die Verpflegungskosten sind. Wichtig ist dabei, Herr Schickelgruber, dass es bei uns keine versteckten Kosten gibt oder irgendwelche böse Überraschungen, denn die Preise sind immer mit dabei. Und das schauen Sie sich von vornherein schon von zu Hause aus an, und demnach entscheiden Sie sich dann natürlich, ne? Dann können Sie sich ungefähr nochmal, ne, sag Das ich mal, ist demnach gut. auch danach orientieren. Jetzt ist ja die kleine Komplexität, die sich ergibt, dass Sie keine Übernachtungsmöglichkeiten im Reichsoblastgebiet Moskau anbieten können. Haben Sie denn etwas in, sagen wir, maximal 2, 3 Panzerfahrstunden entfernt? Wo Also bitte nochmal? im Umkreis des Reichsoblast Moskau. Also nicht Moskau direkt, wenn es nicht geht, wenn es die Frontlage nicht zulässt. Aber sage ich mal, ich würde etwas auch in Stalingrad nehmen. Nee, sonst hätte mir das Programm auch angezeigt, wenn es in der Umgebung auch was gegeben hätte. Ich Der bin da zeigt mir leider keine durchaus, Suchergebnisse. durchaus flexibel. Ich sage mal, mit den Kameraden der Gespensterdivision, da nehmen wir auch mal problemlos einen Weg von 100 Kilometern in Kauf. Es ist Ja. immer noch günstiger, als wenn ich mich von der Reichskanzlei mit dem Regierungszug auf den Weg mache. Okay. Ja, wie gesagt, also da muss ich Sie erstmal leider momentan enttäuschen. Haben Sie Da denn habe noch ich gar gar nichts keine. in Russland? Noch überhaupt nichts? Nee. Gehört Was nicht ist mit der dazu. Nein. ukrainischen Front bei Charkow? Haben wir auch noch Angelegenheiten zu erledigen? Sind Sie Russe? Darf ich mal fragen? Nein, wir sind gerade dabei, die Ostgebiete zurückzugewinnen. Wir müssen die Ölgebiete wieder unter Kontrolle bekommen. Sonst ist jede Okay. weitgreifende Operation völlig ausgeschlossen. Und nach dieser existenziellen Krise der Nation müssen wir dringend die Ölgebiete wieder bekommen. Ja. Nein, da habe ich leider keine Suchergebnisse. Also dieser Region, was Sie jetzt gerade interessiert, haben wir leider nicht mit dabei. Das sind ja keine Kann von Regionen, das sind ganze Länder. Wo hört es denn auf? Wie weit östlich geht Ihre Reichseisenbahnstrecke denn? Ja, das Problem ist folgendes, und zwar, Herr Schickelgruber, ich bekomme ja nicht so eine Übersicht, sage ich mal, mit so einer Karte zu sehen, bis wann, bis wie weit die Hotels da gehen, sondern kann ich immer jeweils meine Sucheintragen manuell eingeben, und demnach zeigt mir das Programm.
Verstehen Sie, dass ich das dann an dieser Stelle jetzt diese Frage nicht beantworten kann, weil ich das jetzt so nicht sehen kann mit dem in dem Programm? Dann würde ich Ihnen gerne noch mal eine etwas weiter westlich gelegene ostrussische Stadt nennen. Vielleicht können Sie da einmal nachschauen. Mhm. Die schreibt sich CY. CY. K-A. Karl Anton. Karl Anton. Oder Adolf. Mhm. Suka wird die gesprochen. Das war's, Suka? Da. Richtig. Vielleicht können Sie gucken, ob es diese Stadt gibt. Da werde ich Ihnen sehr verbunden. Endet das jetzt mit A? Ja, das endet mit A. A wie okay, Adolf. Okay, Suka. Richtig. Okay. Nee, leider nicht. Es ist schrecklich, dass Sie keine russischen Städte im Angebot haben. Tut mir leid, Herr Schickelgruber. Also wie gesagt, wir sind ja Experten für regionalen Kurzurlaub. Es sind 1000 Häuser alleine schon für Sie hier in Deutschland flächendeckend zur Verfügung. Insgesamt sind das denn 2000 Partnerhotels europaweit. Und diese ganzen Ländern, Gebieten, was Sie da jetzt gerade eben aufgenannt haben, sind leider nicht mit dabei. Das finde ich sehr schade. Dann wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir im Vorfeld einmal Ihre Reisekataloge per E-Post am besten zukommen lassen können, damit nichts kontaminiert wird, dass ich mir im Vorfeld ein Bild davon machen kann, ob Ihr Angebot für mich interessant ist. Und zwar ist es so, da kann ich Folgendes dazu sagen, Herr Schickelgruber, aus Umweltschutzgründen und aus wirtschaftlichen Gründen schicken wir jetzt keine Kataloge einfach mit der Post zu. Allerdings kann ich Ihnen auf jeden Fall erstmal die Internetseite hier empfehlen. Wenn Sie mögen, dürfen Sie sich das nochmal aufschreiben und dann können Sie selber zu Hause nochmal nachschauen, ob da vielleicht doch noch was mit dabei ist. Ne? Haben Sie denn keinen Katalog in E-Postform, in PDF-Format? Nein, Herr Schickelgruber, dazu gibt es heutzutage eine ganz offizielle Internetseite. Das machen die ganzen großen Firmen alle heutzutage so, hat ja ein Vermögen gekostet, damit man jederzeit sich bestens da informieren kann. Die Internetseite ist immer auch auf dem aktuellsten Stand, ne? Und deshalb machen wir das jetzt so. Ich verstehe. Das ist ja technisch alles sehr versiert bei Ihnen. Da sitzen sicherlich die intelligentesten Menschen der Nation dahinter. Auf welcher Seite kann ich mir das Ganze denn anschauen? Ja, daydreams.de. Daydreams wie aus dem Englischen Tagesträume. Plural.de. Ich bin des Englischen ja überhaupt nicht mächtig. Wären Sie so freundlich, nicht das schlimm. Einmal zu ich buchstabieren. Ich kann sehr gerne, gar kein Problem. Schweizerdeutsch und Deutsch. Gar kein Problem. Herr Schickelgruber, ich buchstabiere mal eben gerne für Sie. D wie Dora. Jawohl. A wie Anton. Jawohl. Y? Jawohl. Mhm. D wie Dora? Jawohl. R wie Richard? Richard. E wie Emil? Emil. A wie Anton? Adolf. M wie Martha? Martha. S wie Siegfried? Sieghard. Und dann Punkt? Punkt. DE. DE. Wunderbar. Ja. Das wär's auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, Herr Schickelgruber, schauen Sie sich das Ganze nochmal online an. Ja, machen Sie sich nochmal ein eigenes Bild und wir können nochmal gerne ein zweites Mal miteinander telefonieren, wenn Ihnen das so recht ist. Und wo finde ich jetzt auf dieser Seite die Hotellokalitäten im Reichsoblast Russland? Sage ich Ihnen jetzt sofort, haben Sie denn jetzt gerade Internetzugriff? Jawohl, ich sitze hier am Handfunkfernsprechgerät. Okay. Okay, sehr schön. Wenn Sie Daydreams jetzt eingetragen haben, sehen Sie auf jeden Fall das Oberste, was Sie da erscheinen sehen, steht da Kurzurlaub buchen, Daydreams hat die Hotels dazu. Haben Sie da drauf geklickt? Jawohl. So, dann, wenn Sie jetzt alles richtig gemacht haben, sehen Sie jetzt nochmal ein wunderschönes Bild erscheinen von der Natur, Wasser, Bergen, Bäume. Ja, das sieht fast so aus wie bei uns in Bayern. Aha, okay. Und da steht nochmal, Sie erleben Ihre Heimat neu. Und jetzt sehen Sie da unten, sehen Sie da Startseite, Region, Themen, Heimatsexperte plus Experts und Hotels dazu stehen. Sehen Sie das? Jawohl. Genau. Unter Startseite bzw. unter Region gibt es nochmal noch ein weiteres Balken. Da steht dann nochmal klein gedrückt Ort, Hotel oder Hotelnummer. Und da können Sie dann jeweils jederzeit Ihre Wunschregion da, sage ich mal, eintragen oder Hotels, wie auch immer. Nachdem Sie das eingetragen haben, klicken Sie rechts da nochmal, steht nochmal im Grün, Suchen. Ja, unsere Länder steht da unten. Das scheint tatsächlich das östlichst gelegene, scheint die Tschechische Republik zu sein. Das sind ja auch unsere Verbündeten. Ach, super. Sehen Sie. Das ist ja in der Tat, da werde ich mal schauen, inwieweit sich die Tschechische Republik bei Ihnen schon eingebracht hat.
Hotel Krakonos, da bin ich tatsächlich schon mal gewesen in Reichenberg. Ach was. Sehr schön. Na dann, sehen Sie. Gott sei Dank. Ja, der hat damit wenig zu tun. Das ist der Reichsverkehrsminister gewesen, der mich dort untergebracht hat. Okay. Das ist ja in der Tat interessant. Ich würde sagen, nach der nächsten Lagebesprechung im Führerbunker werde ich mich intensiv mit Ihrer Seite beschäftigen. Okay, sehr schön, freut mich dann an der Stelle. Wenn Sie mögen, können wir jetzt schon mal auf jeden Fall einen Online-Termin machen und dann besprechen wir nochmal, wann ich Sie jetzt nochmal anrufen soll und dann können wir das Ganze nochmal zu Ende bringen. Ich finde, das hört sich nach einem guten Plan an. Und Sie fragen bitte noch einmal nach, wie Ihre Firma dazu kommt, sich als Führer zu bezeichnen. Bringen Sie das bitte einmal in Alles klar. Erfahrung. Sagen Sie, der Führer nimmt Anstoß an diese Firmenbezeichnung. Okay, alles klar. Aber wie gesagt, da kann ich auf jeden Fall mich nochmal wiederholen, Herr Schicker-Gruber. Führer in Sache Experten für regionalen Kurzurlaub, ne? Sonst nichts anderes. Bitte nicht missverstehen hier. Ja, das ist aber auch ein sehr, sehr langer Titel. Das würde ich auch nicht jedes Mal aussprechen. Also ich bin ja auch immer als, meine Untergebenen bezeichnen mich immer als größten Feldherrn aller Zeiten. Ich sage einfach nur Fegelein, nennen Sie mich einfach mein Führer, das ist kürzer. Und das hat sich mit den Jahren dann zum Glück so eingebürgert. Das ist ja jedes Mal so ein Prozedere gewesen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen sich morgens bei der Begrüßung in der Reichskanzlei mit 20 Leuten unterhalten. Und jeder begrüßt Sie mit Guten Morgen, größter Feldherr aller Zeiten. Da sind Sie bis zum Mittagessen gerade mit der Begrüßung fertig. Ja. Und dann kommen die nächsten Gäste und dann geht das so weiter bis zum Abend. Dann sage ich zu den Leuten einfach, sagen Sie einfach Heil, mein Führer, und dann ist alles in Ordnung. Ja, okay. Und damit Ja, funktioniert gut. das dann zum Glück auch. Die Leute sind ja zum Funktioniert Glück auch, ne? lernfähig. Okay. Ja, sehr schön. Freut mich natürlich auch, ne? Gott. So. Gut. Dann Dann jetzt noch mal. möchte ich mich jetzt schon mal herzlich für Ihre Beratung bedanken. Ja, gerne nicht dafür, Herr Schicke-Grupper, gar kein Problem. Dann würde ich sagen, soll ich mich Ende der Woche nochmal melden oder wie lange Zeit brauchen Sie circa? Das kommt natürlich darauf an, wie sich jetzt im Lauf der Tage aufgrund der aktuellen Situation die Frontverläufe gestalten. Ich würde sagen, versuchen Sie es einfach zwischendurch. Kann sein, dass Sie meinen Butler ans Telefon bekommen, aber wir werden mit Sicherheit in irgendeiner Form einen gemeinsamen Weg der Kommunikation finden. Okay, gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle, Herr Schickelgruber, melde ich mich halt einfach nochmal Ende der Woche am Freitag, Vormittag, ja? Das ist ein guter Datum. Da können wir auf jeden Fall machen. Okay. Gut, dann. Perfekt. Alles klar. Gut, Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch soweit. ja, ich danke auch vielmals für Ihre Zeit. Das wird dann ja. Ja, gar kein Problem. Auf Das wird dann ja Wiederhören. Paka. Schönen Tag Auf noch. Wiederhören. Wiederhören. Gleichfalls. Tschüss. Sie hat nicht mal gemerkt, dass ich zwischendurch immer wieder den Russen gemacht habe. Alter, ist das geil. Ah, ist die blöde gewesen.